Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen. Wir sind im wahrscheinlich kompliziertesten der ganzen Tempel und das, obwohl der Tempel im letzten Part schon gigantisch war, aber der hier ist auch nochmal heftig. Oh wow, das habe ich nicht erwartet. Ich sollte auch öfter diese Ringe klicken, das habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht. Hat er das hier geöffnet? Ist tatsächlich ein Sarkophag, der nicht ausbricht. Ich war mir sicher, der bricht aus. Okay. Da ist aber jetzt nichts Besonderes drin. Wir haben eigentlich alle extra Waffen und außer der Titanenarmbrust. Die müssen wir noch finden. Die brauchen wir zwar nicht, weil ich die nicht anlegen werde, aber wir wollen sie trotzdem haben. Wir wollen alles einsammeln. So, da ist die zweite Winde, wie ich es erwartet habe. Das heißt, das öffnet jetzt wahrscheinlich das zweite von diesen drei grünen Torenstrichen auf der Karte. Und dann fehlt nur noch die letzte Winde, wo die Doppelfallen jetzt waren. Muss ich es aber nochmal genau umsehen, ja? Muss mal ganz genau gucken, wo hier noch Secrets zu finden sind. Das hier ist einfach nur ein schnellerer Rückweg, okay. Und da drüben habe ich auch alles offen, das weiß ich. Dann gehe ich nochmal in das zweite. Und das eigentliche, was wir noch brauchen, ist halt das dritte. Die dritte Tür. Aber da ist eine doppelte Stachelfalle und ich weiß noch nicht genau, wie ich da vorbeikomme. Aber ich gucke jetzt erstmal, dass hier alle Tore geöffnet sind. Hier musste ich mit einer Nautilus rein. Ja gut, in der Richtung sind alle offen. Das ne, warte. So ganz sicher bin ich mir noch nicht. Ich klinge nicht überzeugt genug, ich weiß. Wir sind hier lang gegangen und hier haben wir die Winde betätigt. Und das hier war noch zu gewesen. Wie bin ich denn hier reingekommen? Wo war die Nautilus? Aber das habe ich, oder? Nichts zu holen. Ja, aber das nicht. Hm. Ich bin von der Seite da hinten gekommen. Ja. Okay, dann war die Nautilus hier. Okay, gut. So, dann müssen wir jetzt rausfinden, wie wir den dritten Pfad tatsächlich betreten können. Es muss irgendeine Möglichkeit geben, diese Doppelstachelfalle zu deaktivieren. Und es hat garantiert nichts mit den anderen beiden Wegen zu tun. Ich glaube, die sind alle getrennt voneinander. Naja, nicht ganz getrennt. Wir brauchten immerhin diesen Weg, um diesen Weg ganz zu öffnen. Aber die Frage ist jetzt, was ist hier das Geheimnis? Gibt es vielleicht noch irgendeinen Ring oder so? Ah, okay, das ist das erste Mal, dass ich zugebe, dass ich komplett planlos bin. Und dass mir auch fast nichts einfällt. Hat es vielleicht noch mit dem Weg zu tun? Wie gesagt, es kann eigentlich fast nicht sein, dass wir darüber levitieren müssen. Warte, im Moment, das kann ich wahrscheinlich gar nicht, ne? Doch. Ich dachte, der Kristall unterbindet das. Ui, da oben ist ein Zopf. Ah, an den komme ich anders gar nicht ran. Magie wirkt hier nicht. Ah, okay. Wirkt hier doch nicht. Well, fuck. Die gehen nicht runter, solange ich hier bin. Und ich kann Buttons drücken, wie ich will. Jetzt auch nicht zum Pfeile schießen. Ich muss nochmal die anderen zwei Wege durchchecken. Aber vielleicht hätte ich hier gar nicht erst runterspringen oder noch gar nicht runterspringen dürfen. Vielleicht hätte ich noch was machen müssen oben. Bevor ich bin nämlich im letzten Part die Fallgrube runtergesprungen. Aber ich cutte hier am besten kurz, weil ich will jetzt nicht mit euch den ganzen Weg ablaufen, sonst wird der Part wieder zu lang. Deswegen schaue ich mich selber nochmal um. Wir sehen uns gleich wieder. Ich habe da was vergessen. Ich glaube zwar nicht, dass ich damit das Rätsel löse. Vorerst.
Ich schalte den Schalter jetzt wieder dahin. Aber ich habe die beiden Wege nochmal abgesucht. Und ich habe absolut nichts gefunden, wie man hier weiterkommt. Und was ich vergessen habe, ist, dass ich ja einen Hebel gezogen habe, mit dem ich wieder nach oben komme. Was bedeutet, bevor ich diese Fallgrube runterspringe, oder diese Falltüre. Ich habe ja gesagt, ich hätte da nicht runterspringen sollen. Aber ich komme wieder hoch. Mittlerweile. Weil ich das Gitter hochgelassen habe. Jetzt mittlerweile auch ein Autosave gemacht, das war nicht so gut. Aber stört auch nicht. So. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Also ich bin hier runtergesprungen. Habe mich mega gekloppt mit den Viechern. Hier drin war einfach gar nichts. Da kann ich mich nochmal umsehen, aber ich sehe absolut nichts. Das Einzige, was mir einfällt, ist der Weg. Und hier gibt es wahrscheinlich wieder... Magie wirkt hier nicht. Genau dieses Problem. Ja. Okay, dann muss ich wohl hier durch. Aber dafür brauche ich perfektes Timing. Und geschafft. Jetzt schauen wir, was mich hier... Da war noch... Ich glaube, das war nicht mal eine getimte, oder? Das war eine, die runterkracht, sobald sie merkt, dass jemand drunter steht. Oh, peinlich. Dammit. Also, das hier klappt ja noch. Man sieht es halt auch nicht mal, ne? Oh. Okay, die Kristalle hier sind nicht Anti-Magie. Jetzt ist die Falle deaktiviert. Jetzt kann ich hier weiter. Fick dich doch. Ich mag diese untoten Krieger überhaupt nicht mehr. Nein! Uncool. Okay. Nein! Ah, verdammte Scheiße! Beinahe! Beinahe! Ah, so ein Mist. Scheiß untote Krieger, ey. Ich freue mich, wenn ich diese Kackrüstung habe. Ich hoffe, die bringt da was. Weil ich habe echt keinen Bock mehr auf die Viecher. Es ist eigentlich... Ja, es ist schon gut machbar, aber manchmal halt auch gar nicht. Manchmal einfach gar nicht. Ich hatte sogar volles Leben, ne? Okay. Versuche ein bisschen tiefer reinzugehen, dann kann ich nämlich auch weiter zurückweichen. Ich hatte nämlich übel Angst, dass ich durch dieses Ding zermatscht werde. Wie, da hat es noch geblockt. Was ein Arsch. Nein. Oh, was war das? Ich wusste gar nicht, dass er das noch machen kann. Der macht den falschen... Parry-Modus. Wie jetzt? Er macht den falschen Parry. Wieso macht er den falschen Parry? Ist das seltsam. Okay, ich baller erst meinen Trank rein. Ja, ich muss die definitiv noch aufstocken. Sehr bald. Was ist das denn schon wieder? Wieso sind die alle so schwierig? Dietrich ist abgebrochen. Ich hoffe, ich habe noch genug, ey. Dietrich ist hin. Ihr Wichser! Nein! Nein, man macht's aus Reflex. Geschafft. Ist das asozial? Ich habe jetzt meinen Dietrich voll. Oh mein Gott, und da war nur ein bisschen Geld drin. Ist das asozial? Okay. Das ist normaler Sarkophag. Hab ich jetzt auch nicht erwartet. Ich sollte mich nochmal heilen. Ich glaube, da unten war ein Gegner. Okay, wieder nur Schrott. Was soll denn das? Das kann man nicht knacken. Ja, da ist ein Gegner. Knacken. Achso, ja. Das Stück Stein da. Das war klar. Ich habe immer noch keinen Teleporter für hier. Ich war mir sicher, hier gibt es einen. Dann fehlt mir immer noch einer. Das ist ja mal sowas von fies platziert hier. Oh.
Nein! Au. Okay, einer ist down. Ich flieg, renn, geh. Hilfe! Wieso trifft keiner? Au! Au! Nee, nix ist. Was du kannst, kann ich auch. Jetzt ist er komplett raus. Jetzt hat er keine Ahnung, was er tun soll. Okay. Kleines Problem. Wie komme ich da nachher wieder hoch? Scheiße. Aber der Kampf war zu heftig, als dass ich den... als dass ich da nicht nochmal außen rumlaufen würde, wenn es sein muss. Untote Bestie. Sehr gut. Lass mich mal wieder hitten wie so ein Hub. Aua. Interessant, dass die genau gleich viel gibt wie eine Aschebestie, aber eigentlich um einiges stärker ist. Gott. Abgebrochen. Alter. Der Dietrich ist hin. Fuck. Der Dietrich ist abgebrochen. Ich glaub's nicht. Geht doch. Das war jetzt echt auch nicht gerade nett. Und was kriege ich schon wieder? Nur Scheiß. So ein Mist. Okay. Ich heile mich jetzt erstmal, weil ich weiß nicht, ob mich nicht gleich in der nächsten Ecke wieder was erwartet. Aber ich weiß, wo ich bin. Ich bin gegenüber von der, von dem Bereich, den ich vorhin sehen konnte. Zumindest glaube ich, dass ich da bin. Dann müsste hier das Gatter sein. Ja. Okay, dann bin ich jetzt hier am hintersten Ding. Und das bringt mir, glaube ich, absolut gar nichts. Außer vielleicht hier die Titan... Ach du Scheiße. Und nochmal. Nochmal von vorn. Und nochmal. Jetzt wird's schwierig. Dietrich ist abgebrochen. Geschafft. Nichts Besonderes. Okay, ich bin also den ganzen Weg hier irgendwie relativ umsonst gelatscht. Und über mir ist eigentlich noch ein Zauberspruch, an den ich aber überhaupt nicht rankomme. Ich weiß nicht, wie man da rankommen soll, weil hier ist alles antimagische Zone. Ist da oben schon? Ja, ich glaube. Magie wirkt hier nicht. Toll. Ganz toll. Okay, also hier unten bin ich auch fertig und dann bleibt ja nur noch dieses Doppelstachel-Ding, das ich noch nicht gelöst habe. Ich krieg gerade PTSD davon, dass ich es zum ersten Mal durchgespielt habe und keine Ahnung hatte, wo ich hier was übersehe. Genauso geht es mir jetzt nämlich auch. Ich bin jeden Weg fünfmal abgelaufen. Ich habe es dann irgendwann gelöst, weil ich habe mich absolut geweigert nachzuschauen, was ich tun muss. Aber ich weiß nicht mehr wie. Ich habe null Ahnung, wie ich das gelöst habe. Jetzt stellt sich auch die Frage, ob ich da hochspringen kann. Okay, kann ich. So, also da muss ich vorerst nicht mehr hin, aber es kann gut sein, dass ich schon wieder irgendwas übersehen habe. Moment. Nee, von hier komme ich da nicht ran. Und dieses Ding... Moment. Hier muss was sein. Scheiße. Jetzt muss ich da wieder runter. Hier muss irgendeinen Durchgang geben. Irgendwo muss hier noch Dings gehen, glaube ich. Mano! Ich hasse Rätsel, die ich nicht gelöst kriege. Oder einfach nur zu blind bin. Jetzt kommt schon wieder ein Autosave. Ist hier denn noch irgendwas, was ich abknallen kann? Nee. Na gut, das ist jetzt wohl der schlimmste Part für mich. Absolut keine Ahnung, wo ich was falsch mache. Und ich muss irgendwie noch diese Geheimtür öffnen. Oh nein, er ist nicht gesprungen. Okay, ich habe an der Stelle gespeichert, bevor ich vorhin gesprungen bin. Der Autosave hat mich schon wieder unten hingeschickt, was eigentlich auch kein großer Unterschied ist. Ja, irgendwie wollte er gerade nicht springen. Wahrscheinlich, weil er das Springen als Springen auf der Treppe vermutet hat. Wahrscheinlich ist das auch so eine Falle, wo man sich denkt, ha, wenn er es verkackt, muss er nochmal laden. Ach komm, gerade hat es doch auch geklappt. Okay, ich schneide hier, bis ich es fertig habe. Bis gleich. Okay. War auf den ersten Versuch dann, sobald ich ausgeschaltet habe. Schade. Es passiert gar nichts. Ach Mann.
Gebt mir doch einen fucking Hinweis. Irgendwas muss doch hier gehen. Also irgendwie muss man da hinter diese Wand noch kommen. Geht hier Levitation? Bringt Levitation hier was? Ich sollte speichern, bevor ich hier was mache, sonst kann ich da nämlich nochmal hochspringen. Ich weiß nicht, ob man mit Levitation allzu hoch kommt. Fred wartet. Fuck! Fuck! Das wollen wir jetzt nicht sehen. Ich versuch's mal mit Springen. Irgendwie, da ist ja noch ein Geheimweg. Das seht ihr ja auch. Sonst kann man den nämlich einschlagen, wenn das ein einschlagbarer Weg ist. Aber da muss irgendwie, man muss irgendwie auf die andere Seite kommen und dann einen Hebel ziehen. Anders kann das hier an der Stelle nicht sein. Aber hier gibt es tatsächlich nichts, wo ich mir das vorstellen kann, dass es funktioniert. Auch mit Levitation ist genauso blödsinnig. Ja, komm her. Okay, also haben wir hier vorerst alles abgegrast. Oh. Ich hab's mir fast gedacht, dass es da noch einen Ring geben muss. Oh, wow. Schade. Bringt mir also nichts. Der deaktiviert nur das. Ich frage mich nur, wie soll man das sonst deaktivieren? Wieso? Ja, nach dem ersten Sprung kann man es halt deaktivieren, aber vorher nicht. Also gut, wir haben zwei Baustellen. Und ich werde hier auf jeden Fall nochmal kurz schneiden. Wir sehen es gleich wieder. Okay, ich habe jetzt mal ein bisschen nachgedacht. Und ich mache jetzt erstmal Folgendes. Ich gehe da jetzt runter nochmal zu dieser Doppelstachelfalle. Und ich probiere da mit Levitation drüber zu kommen, weil das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert oder ob man da nicht einfach nicht tief oder halt... Ich habe es mit Levitation nie probiert, ich bin immer drüber gesprungen. Aber vielleicht geht es mit Levitation auch, man muss halt dann relativ hoch. Ich bin auch schon bis hierher gelaufen, aber dann habe ich gedacht, ich probiere es lieber mit euch zusammen aus. Deswegen machen wir das jetzt so. Wie kostet Levitation? Nicht allzu viel. Um an die Sachen zu kommen, braucht man auf jeden Fall Telekinese, aber das ist ja völlige Verschwendung. Das sind Bolzen und eine leichte Armbrust. Das kann auf jeden Fall hier bleiben. Das brauche ich gar nicht. Leichte Armbrust habe ich auch. Ne, da kostet die Spruchrolle mehr, als das Zeug zu verkaufen bringt. Also. Oh Gott, es geht. Aber nur, wenn man es perfekt timet. Okay, ich bin hier. Das deaktiviert die Falle. Okay, und da habe ich auch schon die letzte Winde. Die Sache mit... Oh, fuck. Die Sache mit dem... Lass mich rausreden. Und nochmal von vorne. Okay. Die Sache mit der noch geschlossenen Tür. Hatte ich eigentlich jetzt gehofft, dass ich die hier irgendwie finde. Aber vielleicht finde ich die noch, wenn ich die drei grünen... wenn ich das hier offen habe und wenn ich da durchgehe. Vielleicht ist das dann die Abkürzung oder so. Achso, nee, ich brauche... Ich habe nicht gewusst, dass man es deaktivieren kann. Jetzt kann ich es mitnehmen. So. Ja. Vielleicht finde ich dadurch den Weg. Aber jetzt ist das hier offen. Da ist noch eine untote Bestie, die kann nicht viel. Ah ne, das sind nur die Türen. Das wäre vielleicht eine Falle. Au. So, war auf einmal wäre ein bisschen stressig gewesen. Aber so hat das ganz gut funktioniert. Wow. Wie hab ich den jetzt in einer Combo gelegt, ey? Okay, was bekommen wir hier? Okay, die Titanenarmbrust und das Rüstungsteil. Damit haben wir alles. Und ein Level-Up. Und das hier könnte die Abkürzung sein. Oh, nee, noch nicht. Noch nicht unbedingt. Eldrick muss die Titanenlordrüstung neu schmieden. Was? Der Schamane. Okay, krass. Was hatte ich noch? Ich hatte noch gedacht, ich finde den letzten Teleportstein. Das muss ich noch irgendwie tun. Ist das hier der Weg, den ich gedacht habe? Nee, das sieht irgendwie nicht so aus. Oder?
Es kann sein, ich muss noch rausfinden. Ah, das hier ist es, das hier ist, oder? Bitte, lass es das sein. Sonst habe ich, glaube ich, auch keine Tür mehr. Ah ja. Ja, 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 ja. Das ist die Tür gewesen. Okay, das ist einfach nur der Ausgang. Oh Gott, oh Gott. Was war der Scheiß hier? So. Aber ich muss immer noch die letzten Teleportsteine finden. Und das ist ein kleines Problem. Denn mir fällt gerade absolut nicht ein, wo ich noch nicht gesucht habe. Aber ja. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal noch zu Patty zurück. Oh Gott, wenn ich den Weg hier rausfinde. Von wo kam ich? Ich glaube da unten. Oh Gott. Okay, zum Glück habe ich Akrobatik von Patty gelernt. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Aber wir haben alle Teile, wir haben alle Waffenteile, wir brauchen... Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall erstmal den Titanenbogen herskinnen für 80 Geschicklichkeit. Warte mal, die Armbrust ist besser. Ich merke gerade, ich brauche den Titanenbogen gar nicht, wenn ich es so mache. Weil die Armbrust benötigt Stärke, macht mehr Schaden, braucht halt viel länger zum Nachladen, deswegen habe ich auch den Bogen bevorzugt. Aber ich benutze den ja eh nur zum Einmalschießen, meistens. Also reicht mir die Armbrust eigentlich. Ich könnte natürlich trotzdem 30 Geschicklichkeitspunkte auf... Nee, 30 Lernpunkte auf Geschicklichkeit setzen. Das würde bei mir nicht mal auffallen. Ich habe 70 Lernpunkte. Eieiei. Aber was ich noch machen will, auf jeden Fall... Oh Gott. Ist rausfinden, was ist so passiert, wenn man Axt auf Maximum bringt. So nach und nach, was für Boni man kriegt. So, Paddy, ich bin fertig. Hab alles. Ich muss zu Eldrick. Verdammt. Oh. Da bist du ja endlich. Warum hat das denn so lange gedauert? Naja, jetzt bist du ja da. Und? Warst du erfolgreich? Lass uns handeln. Lass uns handeln. Oh Mann, Dietrich hier, geil. Wie habe ich denn noch? Ich glaube nicht, dass ich noch welche brauche. Ah, ich habe auch noch 50 Stück. Nee, brauche ich gerade nicht. Ich habe gefunden, was ich hier an der Westküste gesucht habe. Wirklich? Was ist das denn? Ein Teil des Rüstzeugs eines mächtigen Kriegers. Aus längst vergangenen Tagen. Aha. Und was ist an dem alten Kram so wichtig? Es wird mir hoffentlich gegen das Übel helfen, das aus dem Vulkan auszubrechen versucht. Aber es ist ja nur ein Teil einer Rüstung. Wie willst du das Ding wieder ganz bekommen? Ich habe schon alle 5. Ich werde zu Eldrick, dem Druiden, gehen. Ja. Er hat mir schon mal geholfen, etwas zu reparieren. So, so. Eldrick. Naja. Du scheinst ja zu wissen, was du tust. In Ordnung. Geh dann mal die Welt retten. Das kannst du am besten. Und wenn du damit fertig bist, hauen wir hier ab, ja? Du meinst, ich soll dir helfen, den restlichen Kram deines Vaters zu finden? Vielleicht. Es würde sich für dich lohnen. Ja, da bin ich mir sicher. Ich muss erstmal das Debakel da unten im Vulkantempel überleben. Dann können wir weiterreden. Ja, das will ich auch hoffen. Denn sonst, naja. Ja. Ach, nichts. Komm einfach wieder, okay? Ich muss jetzt gehen. Du weißt ja, wo du mich findest, wenn du... Viel Glück, mein Held. Okay. Ich werde jetzt erstmal kurz schneiden, um zu gucken, wie lange der Part schon geht. Und werde noch gucken, ob mir einfällt, wo hier der Teleportstein sein könnte. Aber erst, wenn ich geschnitten habe, also bis gleich. Okay, ich habe mir überlegt, ich finde es irritierend, dass hier auf dieser Halbkugel oder im Westen noch nichts ist oder keine ist. Und deswegen werde ich da einfach mal diesen Weg entlang laufen. Ansonsten habe ich auch überlegt... Oh. Ansonsten habe ich auch überlegt... Okay, man sieht von hier nicht mal, wo die anderen Teleportsteine sind. Aber auf der östlichen Halbinsel gab es ja auch keinen. Hier gibt's nichts zu tun. Das haben wir allerdings komplett durchgekloppt. Zusammen mit diesem Jäger. Und da war safe kein Echsenmensch und die waren da safe schon freigeschaltet. Ach ja, hier war ja der Romanov. Okay. Ja, ich laufe jetzt mal bis zum Strand runter. Und vielleicht noch ein bisschen weiter. Und gucke, ob da noch Echsenmenschen sind. Aber allzu viele Möglichkeiten gibt es nicht mehr. Ich will jetzt erstmal die
Also ich werde jetzt auch nicht die ganze östliche Halbkugel abklappern. Ich mache das hier jetzt nur kurz, weil ich hier fertig, weil ich gerade halt mal hier bin. Cool, ein Hering. Sehr wichtig. Und weil, wenn ich das jetzt nicht machen würde und ich dann merke, okay, es könnte doch hier sein, ich den ganzen Weg nochmal laufen muss. Aber es sieht halt echt nicht so aus, als wäre hier irgendwas respawned. Weil dann gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten. Tatsächlich habe ich mir überlegt, dass hier eigentlich noch eine sein könnte. Weil der eben, das ist ja der eine Tempel da oben bei der Vulkanfestung, das ist der andere Tempel. Und dann gab es ja noch einen Tempel ganz am Anfang. Deswegen gehe ich da jetzt mal noch kurz hin, bevor ich zu weit gehe. Weil normal hat es ja bei jedem Tempel so einen Teleportstein. Die Frage ist jetzt, wie lange brauche ich, um diese Titanenlord-Rüstung neu zu schmieden? Muss ich dafür noch was machen? Und sollte ich noch warten, bevor ich mich komplett auflevele? Also wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ich verstehe, was ich meine. Sagen wir so, gibt es da noch irgendwie irgendwas, was ich vielleicht doch noch haben muss, wie Stärke oder sonst was? Allerdings glaube ich das nicht. Ich muss diesen komischen Hammer tragen, der überhaupt keine Werte braucht. Und die Rüstung, die natürlich auch keine Werte braucht. Kein Echsenmensch. Vielleicht hat der was zu sagen. Und halt, was brauche ich dann noch? Oh, fuck! Hast du was zu sagen? Mach dich nützlich. Okay. Nee, ich rette dir jetzt den Arsch. Weil da sind einfach Echsenmenschen. Oh, au. Bin ich hier echt noch nie vorbeigekommen, da ich die nicht schon vorher gekillt habe, weil Echsenmenschen sind die schwächste Art von Echsen. Und da ist es. Da ist der letzte Teleportstein direkt hier an der Weggabelung. Okay. Also gut, Punkt ist, ich gehe jetzt erstmal zum Banditenlager zurück. Punkt ist, ich habe die ganzen Rüstungsteile hier. Es sind 3 Stück. Es ist das Schild und es ist der Hammer. Und für nichts davon brauche ich irgendwelche Fertigkeiten oder Werte. Das bedeutet, wenn ich mich nicht irre, ich kann jetzt eigentlich alles an Lernpunkten und so weiter verschwenden. Weil ich jetzt mit euch zusammentun will, ist mal gucken, die ganzen Stufen für den Axtkampf durchgehen. Und gucken, was da so passiert. Oder was man da alles freischält nach und nach. Ich sollte aber zuerst schlafen gehen. Ja, es ist dunkel, ich habe kein Leben, ich habe kein Mana. Nee, ich sollte nicht zuerst schlafen gehen. Wer bringt mir denn überhaupt Axt bei? Das ist meine letzte Quest hier. Warte. Lehrer in Banditenlager. Armbrust. Bla 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 bla. Domingo ist Meister im Axtkampf. Karakos auch. Karakos kann auch Axtkampf. Ich hoffe, Domingo kann Axtkampf bis auf Maximum bringen. Ich will nämlich jeden einzelnen Schritt sehen. Das ist jetzt auf jeden Fall etwas, was ich nicht speichere. Ich will nur dieses Gespräch durchgehen. Ich werde nämlich nicht alle meine Lernpunkte auf Axtkampf setzen, wenn ich hier sowieso 6 Axtkampf-Level geschenkt kriege. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Warte mal. Bevor wir das tun. Was ich jetzt gerade kann, ist, ich kann Waffen aus Axt benutzen. Ich kann angreifen, parieren und bis zu 3 Angriffsschläge kombinieren. Also würde das jetzt so aussehen. Ja. Okay. Das ist eine ziemlich langsame Waffe im Vergleich zum Schwert. Dumm, Alter. Ich bin euer Hauptmann. Also. Stufe 2 ist, du kannst die Angriffe aufladen. Was? Stufe 2 kann das schon? Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Wenn du zu einem starken Angriff ansetzt, leg dich mit deinem ganzen Gewicht in den Schlag. Wenn es dir gelingt, dem Gegner durch die Wucht einen Knochen zu brechen, ist der Kampf so gut wie gewonnen. Aber sei vorsichtig. Für so einen Schlag brauchst du eine Menge Platz. Also sieh zu, dass du deinem Gegner nicht auf den Füßen stehst. Was ist, wenn der Schlag einfach pariert wird? Pariert? Du wirst deinem Gegner die Waffe so zur Seite schlagen, dass er froh ist, dass er sie überhaupt festhalten kann. In diesem Moment ist er schutzlos. Also nutze die Chance. Ich nehme an, Axt hat den Vorteil, dass es so eine schwere Waffe ist. Dass man die überhaupt nicht parieren kann bei schweren Angriffen. Ist also schon eine geile Waffenart. Kann man sich überlegen, ob man statt dem Schwertkampf den Axtkampf von Anfang an lernen will.
Gerade wenn man auf Stufe 2 die Dinger schon aufladen kann, ihr müsst überlegen, wie viel Schaden ihr denn einfach macht. Direkt am Anfang auch noch. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Was kann Stufe 3? Seitenschläge. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Deine Waffe hat ein ganz gehöriges Gewicht und kann Angst und Schrecken verbreiten. Viele Gegner werden also sehr vorsichtig sein. Deshalb musst du lernen, variabler zu kämpfen. Du kannst Seitenschläge natürlich dazu benutzen, um deinen Gegner zu verwunden. Oder aber du benutzt eine Kombination von Seitenschlägen, um deinen Gegner zu vernichten. Wie mache ich das? Ganz einfach. Du nutzt den Schwung des ersten Schlages und setzt direkt einen zweiten Seitenschlag hinterher. Okay, das wäre die nächste Stufe. Sieht also sehr ähnlich aus wie bei Zweiern Schwertern, ist nur halt langsamer und man hat auch nur eine Dreifach-Kombo statt einer Vierfach. Hat man auch von erfahren. So, Stufe 4. Ganz. Wäre Konterparaden. Okay, das lernt man erst jetzt. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Die Axt ist eine schwere und langsame Waffe. Deshalb wird man oft in die Defensive gedrängt. Um dich daraus zu befreien, musst du lernen, die Waffe deines Gegners zur Seite zu schlagen. Wenn dir das gelingt, kommt dein Gegner ins Straucheln und du kannst selbst angreifen. Dieses Manöver erfordert viel Übung und du musst darauf achten, den richtigen Augenblick für deine Konterparade zu erwischen. Okay, Konterparade. Ich weiß nicht, wann man es über... Halt die Klappe! Ja! Hau nur ab! Gott, ist der Typ mutig. Ja, ich weiß nicht, wann man sie beim Schwert lernt. Vielleicht lernen wir sie da auch erst bei Stufe 4, ich weiß gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Manöver. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Als nächstes, mehr Schläge. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Ich denke, ich sollte dir mal zeigen, wie man die Waffe anders hält. Du musst nicht viel ändern. Lass den Griff nur ein bisschen lockerer. Wenn du jetzt schwingst, wirst du merken, dass du viel weniger Kraft brauchst. Die Waffe arbeitet für dich. So kannst du längere Schlagkombinationen durchführen. Okay. Ja. Jetzt hat man die Drehung, die man mit dem Schwert vom Anfang an hat. Okay. So, und jetzt müssen wir langsam aufpassen, denn wir bekommen Stufe 7 automatisch. Und die 8, 9, 10 will ich dann erst, wenn ich den Hammer habe, lernen. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stufe 6 ist Einhand. Aha. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Um wirklich besser zu werden, musst du den nächsten Schritt tun. Den nächsten Schritt? Ja. Versuche mal, die Waffe mit einer Hand zu halten. Das geht natürlich nur, wenn du die Waffe für dich arbeiten lässt. Halte sie immer in Schwung. Und das Gewicht der Waffe macht den Rest. So kannst du auch eine längere Schlagkombination machen. Und du hast außerdem eine Hand frei, um einen Schild zu führen. Okay, längere Schlagkombination auch noch. Warte mal. Schauen wir doch mal, wie das jetzt aussieht. Er ist auf jeden Fall viel schneller. Und er kämpft jetzt genau, wie er mit dem Schwert kämpfen würde. Wieso hat es jetzt ein Autosave gemacht? So, und das ist jetzt die letzte Stufe, die wir jetzt durchhören. Denn die 8, 9, 10 machen wir dann erst später. Konterparaden können Gegner verletzen. Okay. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Weißt du, was ein Konterangriff ist? Nein. Wenn du eine Konterparade schlagen, also den Angriff deines Gegners unterbrechen willst, rückst du ihm ganz dicht auf die Pelle. Stell dich fast auf seine Füße. Dann kannst du während deiner Parade deinem Gegner noch einen mitgeben. Das klappt aber nur, wenn du nahe genug am Gegner bist. Also versuch, die Konterangriffe in deine Kombinationen einzubauen. So, und das sieht dann eben so aus. Das kennen wir auch vom Schwert. Okay, die nächsten Stufen machen wir dann erst im richtigen Save. Jetzt machen wir Folgendes noch. Denn diese Session, das ist der letzte Part in dieser Session, deswegen will ich ihn noch so früh wie möglich, so viel wie möglich erreichen. Denn in der nächsten Session wird es vielleicht sogar schon die letzte sein. Das war kein Deutsch. Möglich, dass die nächste Session die letzte Session sein wird. Wir werden dann nämlich zu Eldrick gehen, das machen wir in diesem Part nicht mehr, und werden diese Rüstung reparieren. Und dann brauchen wir auf jeden Fall, da wir dann Stufe 7 im Axtkampf sind, 8, 9, 10, wir brauchen dann 30 Lernpunkte. Und die anderen 40 kann ich jetzt, wie ich will, ausgeben. Ich will vorerst die Titanenschwinge auf jeden Fall noch anlegen können, deswegen werde ich so viele Lernpunkte auf Stärke setzen, dass ich das auf 100 habe und die Titanenschwinge tragen kann. Das ist schon mal der wichtige Punkt. Deswegen legen wir erstmal das ab. Und das. Und das. So, jetzt haben wir erstmal gar keine Ringe an. Wir brauchen 20 Lernpunkte auf Stärke, dann haben wir 100 und ich glaube, höher geht's auch gar nicht. Kannst du mich im Kampf unterrichten?
Ich will stärker werden. Gut so. Ich will stärker werden. Weiter so. Ich will stärker werden. Gut. Ich will stärker werden. Weiter so. Und das war's. Immer schön Gold sammeln. Immer schön Gold sammeln. Wir haben jetzt 100 Stärkepunkte. Das heißt, wir können hier alles wieder anlegen. Und wir können uns jetzt entscheiden, dass wir den Stärkering wollen. Dann haben wir 103. Denn mit Ringen geht das höher und ich glaube mit Tränken auch. Ist allerdings jetzt gerade, glaube ich, nicht vonnöten. Und wir legen, oh ja, wir legen dieses Amulett noch an. So, und das waren die Amulette, die ich vor wollte. Stärke, jetzt haben wir jetzt auf 110. Wenn wir noch 20 Lernpunkte auf Geschick setzen, ne, 30, könnten wir den Titanenbogen anlegen. Oder ich könnte Tränke dafür verwenden. Gibt es hier irgendwo überhaupt einen Alchemietisch oder muss ich jetzt wieder da hochdackeln? Ich habe eine Wasserpfeife. Ich brauche einen fucking Alchemietisch, ihr Penner. Okay. Wir wollen nämlich jetzt noch unsere... unsere... Oh Gott, geh doch weg. Alchemistischen Fähigkeiten einsetzen. Moment. Ach nee, der... ich wollte gerade zu dem anderen Typen, der beim Don chillt, aber ich glaube, der ist wahrscheinlich gerade am Alchemietisch, so viel Glück, wie ich habe. Wir wollen jetzt die ganzen permanenten Heiltränke besorgen. Denn wir brauchen keine Stärke mehr, wir brauchen auch nicht mehr unbedingt Geschick. Wir könnten den Bogen machen, aber der Bogen macht weniger Schaden als die Armbrust. Und wir schießen nochmal eh nur einmal. Und dann war es das auch schon wieder. Ich werde jetzt die 20 Lernpunkte aufsparen. Ich kann eh gerade nichts anderes machen, außer Geschick damit. Und hoffen, dass ich noch ein Level abkriege und vielleicht kann ich dann den Titanenbogen noch einsetzen. Oder was ich tun könnte, wäre... Aber ich hätte ja vielleicht noch mit 5 Lernpunkten Schriftrollen herstellen. Moment. 30 brauche ich sowieso. Dann habe ich 20. Schriftrollen herstellen habe ich 15. Dann brauche ich noch 15 Geschick. Das heißt, ich behalte mal genug, dass ich... Nee, warte. Ja, ich rede gerade... ich brauche noch eine Wichtelkappe, damit es aufgeht. Okay, ich mache folgendes. Ich esse 10 davon. Ich könnte auch die Ogerwurzeln essen. Wenn ich 10 davon esse, habe ich 60 Geschick. Dann brauche ich noch 20 Lernpunkte, dann hätte ich 80. Das wäre genug. Aber ich habe vielleicht noch Schriftrolle erstellen. Also sollte ich mindestens Platz für einen Geschicklichkeitstrank übrig lassen. Das heißt, ich mache 4 von den dauerhaften Lebensenergietränken. Das ist Schritt 1. Das sind dann schon mal 40... Lebenspunkte. Und wenn ich dann noch dieses andere, dieses Kräuterding da fresse, dann sind es nochmal Richtung 40. Außerdem habe ich hier noch einen Erfahrungstrank für 100. Der bringt natürlich fast nichts, aber wir haben ihn und das ist das Wichtigste. Sieht gut aus. So, dann hauen wir die kurz rein. Das wird wahrscheinlich die ganze Zeit hoch und runter scrollen, deswegen mache ich das jetzt so. Und dann... brauchen wir zudem die Wichtelkappen 14 Stück, die Ogerwurzeln 14 Stück, also nee, 10 Stück Wichtelkappen. Da haben wir 60 Geschick, 125 Stärke und ich baller mir außerdem... ja, die eine Reiselust könnte ich fast auch essen, brauche ich aber jetzt gerade nicht. 39 Druidenschierlinge rein. Dann habe ich 575 Lebensenergie. Und sonst gibt es, glaube ich, nichts, außer ich haue mir vielleicht noch die Äpfel rein. Das war mal noch so ein Secret-Lebenspunkte-Ding. Und ich sollte... Ich würde mal gerne... Ich glaube, ich esse echt... Ich esse einen von den Krautstängeln. Ich raue jetzt mal einen von den Krautstängeln. Und schau mal, was passiert. Das hatte nämlich... Oh, Erfahrung. Das hatte nämlich auch einen Effekt... Okay, bringt nur noch 3. Und 3 Erfahrungen ist halt echt nichts, also jedenfalls nicht so viel. Kann ich offscreen machen ebenfalls. Wichtig ist jetzt noch, dass ich... Moment, wie viel habe ich gesagt? Ich habe dann 575. Dann kann ich mich bei halbem Leben mit einem großen Heiltrank heilen. Und von denen habe ich auch am meisten Möglichkeiten. Muss nur gucken, dass ich die letzte Heldenkrone nicht ausgebe und nicht den ganzen Wein und nicht alle Fläschchen.
Das ist kein Problem. Okay, dann mache ich kurz 45 große Heiltränke. Und werde jetzt einfach offscreen alles reinballern. Diese Druiden-Schierlinge, die 14 Ogerwurzeln und 10 von den Wichtelkappen. Und dann werden wir in der nächsten Session mit diesen neuen Fertigkeiten starten und zu Eldric gehen. Und gucken, was mich noch erwartet, was ich noch tun muss. Und wie ich das genau anstelle. Oh, verkaufen sollte ich auch noch. Aber das mache ich auch dann beim nächsten Part am besten. Bleiben wir in der Nähe von dem Typen, dann kann ich das Ding gleich in die Hand drücken hinterher. Aber jetzt werde ich erstmal, ja, alles in mich reinfuttern. Und beim nächsten Part haben wir dann neue Attribute. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.